Herzlich willkommen an der Uni Osnabrück. Da es in der aktuellen Situation keine persönlichen Führungen gibt, zeige ich euch heute unsere Uni-Bibliothek an der Alten Münze. Vor der ersten Nutzung müsst ihr einmalig eure Campuscard registrieren. Dazu füllt ihr vor eurem ersten Besuch ein Formular aus. Den Link hierzu findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr Bücher abholt oder euren Bibliotheksausweis aktiviert, nehmt bitte einen blauen Korb. Damit dürft ihr euch nur im Erdgeschoss der Bibliothek bewegen. An den Automaten im Eingangsbereich könnt ihr nun eure Karte registrieren. Dieser Vorgang kostet einmalig 5 Euro und kann entweder direkt über euer Guthaben auf der Campuscard oder mit EC-Karte bezahlt werden. Anschließend lasst ihr eure Karte vom Personal aktivieren. Jetzt könnt ihr loslegen. Für unser Beispiel suche ich jetzt nach Literatur zur Harry Potter-Reihe. Über die Website der Uni-Bibliothek gelangt ihr zum Online-Katalog OPAC. Hier könnt ihr nach Titeln, AutorInnen oder Stichpunkten suchen. Wenn ihr das passende Buch gefunden habt, könnt ihr es einfach vorbestellen. Achtung! Die Uni-Bibliothek hat mehrere Standorte. Achtet also darauf, wo eure Literatur verfügbar ist. Für die Bestellung braucht ihr die Nummer eures Bibliotheksausweises und euer Passwort. Das Passwort ist euer 6-stelliges Geburtsdatum. Natürlich könnt ihr auch mehrere Bücher gleichzeitig vorbestellen. Nun brauche ich noch einen Arbeitsplatz. Unter dem Menüpunkt Lernen und Arbeiten findet ihr das Buchungssystem dafür. Wenn ihr zum Zeitpunkt eurer Reservierung ankommt, meldet euch beim Personal im Eingangsbereich. Hier bekommt ihr euren Platz zugewiesen. Sie haben Lesesaal 2, Platz 14. Befindet sich hier Fahrstuhl, Treppenhaus, Nackrex. Okay, danke schön. So, nehmen Sie bitte einen roten Korb. Achtet bitte darauf, dass ihr jetzt einen roten Korb nehmt. So erkennt das Personal, dass ihr euch in den Lesebereichen aufhalten dürft. In den Lesesaal dürfen nur Arbeitsmaterial und gegebenenfalls eine Flasche Wasser mitgenommen werden. Tasche und Jacke könnt ihr in den Schließfächern verstauen. Jetzt brauche ich aber noch meine Bücher. Hallo, ich habe 2 Bücher vorbestellt und einen Arbeitsplatz reserviert. Ja, die beiden Bücher finden Sie in meinem Rücken. In dem Abholregal, die sind dort nach den Nummern sortiert. Die Nummer finden Sie auf Ihrer Karte. Die beiden Bücher entnehmen Sie, gehen gegenüber an die Ausleihverbuchungsautomaten, entleihen die Bücher dort und die Arbeitsplätze sind verteilt im Lesesaal 1 und 3 über die Stockwerke. Nachdem ihr die Literatur am Automaten ausgeliehen habt, könnt ihr euren reservierten Arbeitsplatz aufsuchen. Am Platz angekommen, dürft ihr euren Mund-Nasen-Schutz dann abnehmen. Davon abgesehen gilt im gesamten Gebäude Maskenpflicht. Solltet ihr während eures Besuchs feststellen, dass euch noch Literatur fehlt, helfen euch die MitarbeiterInnen an den Infoschaltern gerne weiter. Hallo, ich hätte eine kurze Frage. Ich suche das Oxford English Dictionary. Das Oxford English Dictionary werden Sie im ersten Lesesaal finden. Dort stehen unsere Anglistikbücher.
Ich schaue eben mal in unserem Online-Katalog, dem OPAC, nach der konkreten Signatur. Ah, ich sehe, da haben wir sogar eine Online-Version, da könnten Sie auch online zugreifen. Der Standort im Lesesaal 1 ist DER. Ich zeige Ihnen die Stelle einfach mal. Die MitarbeiterInnen helfen euch auch gerne dabei, euch in der Bibliothek zu orientieren. Sobald euch die Signatur des gesuchten Buches bekannt ist, könnt ihr anhand der Beschilderung an den Regalen nach dem Kürzel suchen. Innerhalb der Regale ist die Literatur dann alphanumerisch sortiert. So findet ihr in wenigen Minuten, was ihr sucht. Haben Sie denn vielleicht noch einen Tipp für mich, wo ich noch Literatur zu J.K. Rowling finde? Das finden wir gleich hier vorne. So, hier sind wir jetzt in der Autorenstelle der Anglistik, das ist die Stelle ELA. Dort finden Sie Primär- und Sekundärliteratur einzelner Autoren, also ELA plus einem Anhängebuchstaben, also ELAR wäre in dem Fall die Stelle für Rowling. So, ich schaue jetzt mal hier. Ah ja, hier habe ich zum Beispiel ein Präsenzexemplar. Das sind die Bücher, die sind mit einem P gekennzeichnet. Die können Sie nicht regulär ausleihen, sondern verkürzt. Das heißt also in dem Fall über Nacht oder über das Wochenende. Hier finden Sie unsere Kopier- und Scan-Möglichkeiten. Hier können Sie also kostenlos scannen. Und vielleicht für Sie noch interessant, vielleicht hat Ihr Dozent ja zu Ihrer Veranstaltung einen Semesterapparat zusammengestellt. Den würden Sie dann hier entsprechend aufgestellt finden, im ersten Stock gebündelt. Immer die Semesterapparate für den ersten Stock, die sind alphabetisch nach den Namen der Dozentinnen aufgestellt. Und ganz wichtig, die Bücher in den Semesterapparaten sind Präsenzexemplare. Das heißt, die kann man auch nur über Nacht und über das Wochenende ausleihen. So, nun aber zurück an die Arbeit. Wenn ihr die Bücher nicht mehr benötigt, könnt ihr sie bis spätestens zur Rückgabefrist am Rückgabeautomaten abgeben. Ansonsten lässt sich die Ausleihe auch online verlängern. Das Team der Unibibliothek wünscht euch einen erfolgreichen Start ins Studium und steht euch für weitere Fragen gerne zur Verfügung.